sind im Salzburger Land. Im Großaltal gibt es im März einen Riesen-Event. Die Lady-Ski-Woche. Diesmal mit Stargast Mark Forster. Seine Techniker machen schon alles bereit für den großen Auftritt. Aber wir bremsen Mark Forster ein bisschen aus. Wir haben eine zweite Bühne aufgebaut, mitten im Müll. Angeblich hat ihn nämlich ein sehr reicher Entsorgungsunternehmer engagiert. Mein Lockvogel Martin, für seine Frau Elisabeth. Und die spiele ich. Moment einmal. Meine Frau will mir ein bisschen anders vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Du kannst dir was wünschen heute. Also das Blond ist okay, aber ein bisschen mehr Oberweite. Kein Problem, dafür gehe ich 5 Stunden in die Maske. Was ich noch brauche von dir, ist deine Kreditkarte. Weil Frauen gehen ja gerne shoppen, habe ich gehört. Danke. Auf geht's. Jetzt bin ich fertig für meine Rolle als Elisabeth, wobei Mark Forster zu mir Lissi sagen darf. Der ist gerade unterwegs Richtung Großaal mit Fahrer und Manager. Jo. Beides meine Lockvögel. Noch geht's ihm gut. Ich lebe den Traum. Aber gleich wird ihm das Lachen vergehen und ich mache mich schon mal auf den Weg. Wie es sich für eine Millionärsgattin gehört, gehe ich jetzt noch ein bisschen shoppen. Natürlich mit meinem Heli, ist doch klar. Rechtzeitig bevor Mark Forster ankommt, bauen wir für ihn eine Umleitung in unser Großaal und zu unserer Bühne. Also, dann kann er kommen. Sieht aus wie Gangster, die Jungs. Hier ist unsere Bühne, oder? Ernsthaft? Das ist ein Witz. Das ist nicht unsere Bühne. Doch, doch, ist es. Und die Tourismuschefin erwartet dich schon. Ja, hallo, grüß Gott. Ja, schön, Herr Forster, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Ja. Karl Mayer vom Großaltal. Da. Schön, dass Sie, ja, Kaiserwetter haben wir bestellt. Ja, servus. Sind Sie dann der Herr de Alcazar? Ja, genau. Wir haben gerade telefoniert, ja. Die zwei. Soll das die Bühne sein? Ja, schön, gell? Haben wir alles gut aufgebaut? Upsala. Also, es ist eine große Freude, darf ich Ihnen das gleich geben. Tja, Marc, das ist wohl die schlimmste Rümpel-Location deines Lebens. Wir haben jetzt von unserer Seite alles, wie es er noch bei ihr noch steht, mit der Bühnengröße und alles, so weit bemüht, dass alles genau richtig ist. Und passt das so für Sie von der Dimension? Ist das so ausreichend für ihn? Marc wundert sich zwar, aber er nimmt's locker. Man hätte vielleicht ein bisschen noch einen schwarzen Vorhang oder sowas vor dem Beton. Sowas noch nach rechts verschieben? Ich finde mich, also dachte ich jetzt auf den ersten Blick, aber so langsam finde ich mich damit ab irgendwie. Finde ich, das ja passt das ja eigentlich zum Ambiente. Schön ist es hier. Ja, ja, Sie haben Kaiserwetter mitgebracht. Das ist so. Oh. Herr Forster, jetzt müsste ich Sie doch bitte ganz kurz rausbitten. Nochmal bitte behalten Sie Ihr Mäntelchen an, ganz kurz bitte. Ja. Entschuldigen Sie, aber jetzt ist gerade der Chef gekommen. Hettiger. Also, hallo. Das ist jetzt der Herr Hettiger. Das ist also unser großer Aktionär von den ganzen Lifteinlagen. Ja, jetzt übertreibst du einmal nicht. Ich freue mich, dass Sie es zumindest geschafft haben. Ich bin natürlich stolz, dass mir das eingefallen ist vor 17 Jahren, die Lady-Ski-Woche. Ja. Das war ja früher auf der Festwiese. Jetzt hat aber wegen dieser scheiß Gleichberechtigungsgeschichte gibt es das nicht mehr, die Lady-Ski-Woche drüben, weil das hat uns das Amt abgedreht. So habe ich mir gedacht, jetzt zahle ich das jahrelang. Ja. Jetzt habe ich mir gedacht, dann mache ich das auf meinem eigenen Grund. Dann mache ich es bei mir auf der Müllkippe. Das ist Kunst, oder? Mit Müll kann man eine ganze Menge Geld machen, glauben Sie mir das. Ja, das, wer weiß es besser als ich. So wie das Musikbusiness. Ja? Wie viele Leute sollen heute hier kommen? Wir haben 100 Leute hier. Das ist das Geschenk an meine Frau. Ja. Die kann sich aussuchen, wer kommt. Ihre Frau wird überrascht von uns. Die weiß ja schon. Die hat sich ja gewünscht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht gewusst, ich habe auch googeln müssen, wer Sie sind, aber meine Frau ist, die Lisbeth ist ein Fan von Ihnen. Und wenn sie sich's wünscht, dann soll sie es holen. Okay.
Da kommt meine Frau. Sie müssen das genauer sowieso mit meiner Frau besprechen. Sie ist die Gastgeberin. Sie hat sich das ja gewünscht. Sie war aber nur kurz was besorgen. Ein paar niedliche Kleinigkeiten für seinen Auftritt. Mann, sehe ich gut aus. Ah, da kommt die Lissi. You know I've been around the world. Okay, danke fürs Fahren. Ja, ich will den Forster haben. Dazu! Hallo. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Sauber. Alles gut. Grüß Gott. Ja, Liz, begrüßt. Hallo. Grüß dich. Grüß Gott, Mann, ich bin jetzt aufgeregt. Hallo, bitte Elisabeth. Marc, hallo. Grüß dich. Marc, jetzt ist er hier. Ich bin ganz jetzt hast du mich. Ja, jetzt ist er da. Direkt. Ja, ja. Haben Sie heute Geburtstag? Ja, heute. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ganz lieb, danke. Ein Nachwuchsreporter vom Radio ist auch da, sogar mit Geschenk. Das ist lieb. Anlässlich der Bunny's Night. Danke, das ist ja super. Ma, das ist lieb, danke. Das ist ja total lieb. Ich liebe Geschenke, das ist ja ganz lieb. Je teurer, umso besser, sage ich immer. Geschenke. Deswegen ist der Marc das beste Geschenk, was du mir lange gemacht hast. Das ist so lieb, ja. Magt ihr vielleicht ein kleines Ständchen singen? Bei uns ist es halt so, wer zahlt, das schafft es halt an. Das ist halt so. So ist es bei uns in Österreich. Dein Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Lisse. Happy Birthday to you. Ma, danke. Alles lieb, danke. Ma, und da drüben wird es stattfinden gleich, ha? Ja. Ma, können wir vielleicht mal alle auf die Bühne gehen? Ich würde gerne mit dem Maki mal auf die Bühne drauf. Ma, haben wir sogar Büro haben wir auch. Ja. Ma, das ist lieb, super. Ja. Ich hätte natürlich ein paar Musikwünsche auch. Vielleicht sollte man das jetzt gerade noch klären, dass wir das für heute Abend da haben. Yeah. Also, was ich gerne hören würde heute Abend, wäre halt Atemlos. Das wäre schon super. Atemlos haben wir nicht im Repertoire. Aber vielleicht singen wir es einfach mal kurz, oder? Mhm. Ja, das wäre schon gut. Ja, dann nach dem Konzert vielleicht. Das wäre auf jeden Fall ein Musikwunsch. Und das Skihaserlied, das ist unser Motto heute Abend. Wir haben ja die Skihaserl-Party, genau. Deswegen wäre das wär halt schon ganz gut. Okay. Haben wir es da? Dass wir es dem Maki mal kurz einmal vor anspielen. Ja. Super. Da machen wir jetzt das Interview, ne? Ja. Also, lieber Marc, das ist heute wahrscheinlich Premiere für Sie. Wie finden Sie es hier? Es ist jetzt natürlich hier Premiere für mich und der erste Eindruck ist schon mal schön, ne? Vielleicht spielen wir auch die ein oder andere Covernummer heute Abend spontan. Ich habe da vorhin ein paar. Atemlos! Schatzi und der Skihasel habe ich mir gewünscht. Ja. Das wollte vielleicht. Ich denke, er macht es. Und das würden Sie für die Frau Hettecker auch spielen heute Abend. Dann muss ich nochmal mit der Band drüber sprechen, ob die das so schnell schaffen, aber eventuell spielen wir das auch an. Ich will noch nicht zu viel verraten. Sonst legen wir ein bisschen was drauf. Ich lege 5.000 drauf. Ja. Du bist wie immer. Da kommt auch schon die Veronika. Dabei. Das ist unsere Gewinnerin für das Meet and Greet. Darf ich vorstellen, das ist die Veronika. Grüß Gott, es freut mich sehr. Hallo. Großer Fan. Hallo. Das brennt noch. Ich habe so eine Freude. Ja, es reicht aber jetzt auch mit Meet and Greet, oder? Danke, wir haben ja bezahlt, deswegen. Ja, dankeschön. Das schaut ja aus. Ist das Ihre Garderobe? Das ist meine Garderobe, ja. Steht da drauf, wie man lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, klar. Gehen wir schauen. Nein, das ist nur für uns. Nein, das bitte, das ist die Privatsphäre. Kann man reinschauen, das kann man. Nein, das will ich gar nicht. Bitte, das ist mir nicht so recht. Ja, aber das kann ja Sie jetzt nicht stören, oder? Doch, ein bisschen schon, ja. Es ist. Ja, aber. Bezahlt es schafft an, das ist halt so. Ja, bitte. Ich hoffe, das ist okay, wenn wir die Dame mal kurz ein bisschen wegschicken, weil das ist mein Geburtstag und ich mag nicht, dass die Frau hier so Unruhe stiftet. Das wäre mir schon wichtig. Okay, ich merke das ja auch. Ja. Dann ist das Meet and Greet schon vorbei, ne? Aber gut, ja, ich meine, wer zahlt schon an, da ist man natürlich als Otto-Normalverbraucher immer, steht man hinten nach, gell? Aber das bitte. Ist halt so, das ist es. Die einen haben Pech und die anderen haben auch kein Glück, das ist halt so.
Nein, es tut mir leid. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Ich bin echt enttäuscht, aber ich wünsche Ihnen alles Gute für das Konzert. Macht gar nichts. Wieder schauen, tschüss, ich gehe mich dann noch verabschieden. Ciao. Wir sehen uns heute Abend dann, ne? Na, schauen wir mal. Sicher nicht. Ja. Mit dem Motto, habt ihr darüber gesprochen, über das Motto von heute Abend? Lady She, ne? Nein, das ist immer der Liste, der Special. Das ist ein Special, deswegen war das Geschenk, das sie. Ich habe es mir ausgedacht, das ist die Ski-Hasel-Party. Ja. In Salzburg habe ich einiges gekauft und mal schauen, ob es passt. Kostüme? Ja. Nein, warte ein bisschen, warte. Das eine ist. Das ist gut. Das ist super. Das ist super. Leiwand, das sieht super aus. Das ist der Topstar der Skihasel-Party. Magst du vielleicht mal anprobieren? Das machen wir wieder weg. Aber vielleicht die. Man, das sieht lieb aus. Jetzt habe ich mal. Man, der dreht die durch. Das Hasenkostüm müssten wir schon probieren, ob es passt. Ich weiß nicht, ich habe zwei Leute. Das kann ich lieber nicht anziehen. Ich leg noch einmal 5.000 da drauf. Sie können ja das nehmen, das kleinere. Die Band zieht es gerne an für ein Fünferle. Schatzi, das organisieren wir, dass die ganze Band einfach. Ach, Fünferle. Schau mal. Es ist nichts dabei. Super, zieht's an. Eine kurze Frage noch, bevor ich fahren muss. Also, wer wird heute Abend die Show moderieren? Sollen wir es ihm sagen oder was? Aha. Sagen wir es. Aber es ist eine Überraschung noch, deswegen nicht, dass es nein, im Radio läuft. Nein, das ist gut, das ist also. Nichts on air. Wir haben den TV-Star Guido Kanz. Ah. Kennen Sie den? Ja, von Verstehen Sie Spaß. Der rennt auch in Frauenklamotten rum und so. Echt? Ja, und verarscht Musiker und so. Ja, mit Hasenohren. Nein. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Da ist er. Ja, sicher. Da ist er doch. Hier ist denn mit der Maske gegessen. Marie aus.